Moin YouTube und herzlich willkommen beim Landgut Altenhof im Landwirtschaftssimulator 15 und mit dabei The Nis, der mich hier jetzt gerade durch die Gegend fährt hier, denn das ist mich bei der Arbeit hier voll belästigt hier und mich mobbt. Nein, ich wollte dich nur gescheit hinfahren, dass du besser arbeiten kannst. Also, okay. Ja, dann muss ich vielleicht mal die Stütze hochmachen. Okay, dann ist der Manikuk dabei, der Topper ist dabei, der Detlef ist dabei und der Blüsch ist noch dabei. Und ja, hallo, Alia. Hallo. Hallo. Hallo, Gott. Ja, ja. Grüß Gott, du grüßt den Gott. Und wir brauchen jetzt eigentlich nicht erzählen, wer nicht dabei ist, weil der ist ja nicht dabei. Wer ist denn nicht dabei? Fehlt wer? Die Leute, die nicht da sind. Ach, die Leute, ja, genau, ja, ja, ja. Ja, die sind nicht dabei, ja. Das ist richtig. Ja, also von daher, wer nicht da ist, der ist halt nicht dabei. Ja, wer nicht dabei ist, ist nicht dabei. Aber liebe Zuschauer, ihr immer dran denken, ihr könnt dabei sein, wenn ihr aufpasst. Wenn ihr alle Videos dieser Woche guckt beim Manikus oder bei uns anderen und dann aber beim Manikus dann zum Schluss der Woche das richtige Lösungswort hinschreibt. Ich wollte nur mal dran erinnern. Also, aber in dieser Folge kommt das Lösungswort ziemlich spät. Der Lösungsbuchstabe. Das ist das Lösungswort Nummer 4. Also der Lösungsbuchstabe fürs Lösungswort. So, genau. Das dauert noch ein bisschen. Das dauert ganz lange. Dauert lange. Also, wir haben jetzt 2015, 2018. Achso, ja, das ist genau. Markus, willst du das mal übernehmen? Willst du mir mal zeigen, wie das geht? Ich hab's noch nicht eingestellt auf dem Controller, aber du hast irgendwie da den Knickdeichsel benutzt, sehe ich gerade. Was denn? Knickdeichsel? Mittlerer Mausdingens da und. Du hast Money? Was ist der Knickdeichsel? Money. Ja, man kann das Ding ja zur Seite wegschieben. Ich habe keine Ahnung, wie das mit. Ich hasse es mit der Maus. Ja, ja, ich nämlich auch. mach mal X. Der braucht bitte Blüsch. Ja, die Felder, die wir gerade abgeerntet haben, Gruppen. Dann hole ich nämlich jetzt mal einen Anhänger her und dann können wir nämlich gleich häckseln auch mal. So, genau so machen wir das. Halt nicht aussteigen wieder, du bist doch gerade erst eingestiegen, warum steigst du denn schon wieder aus, die Vollidiot? Echte Doc, so manchmal. Manchmal Blüsch? Könnte man dich. Ja. Wie wär's, wenn du den Gruber runter machst, dann funktioniert es vielleicht besser. Ja, nee, ich wollte zu quer. Weißt du? Ups. Aber Blüsch, du könntest auch die Seemaschine übernehmen, was ich da hab. Weil der Topper ist eh mit dem Dings unterwegs, mit einer großen Gruppe. Und ich werde mir das einmal anschauen, was der Markus und der Doc da fabrizieren. In unserem schönen Wald. Momentan nur der Markus. Der Doc ist gerade unterwegs zum Markus wieder. Okay, Manni. Warte, das Feld mache ich fertig da. Ja. Doc, du hast für einen so einen Stamm einen ganzen Part gebraucht. Aber ja, die Jury macht das gut. Scheiße. Ich bin ja auch zwischendurch noch mit dem Trecker hingefahren und so und solche Sachen. Ne? Blüsch. Ja. Überlass dir den Traktor, weil die Seemaschine ist leer. Danke. Bitte. Ne, ich würde den. Was ist denn das da jetzt? Jetzt habe ich dann Krupp auf den Traktor, den will ich gar nicht. Wie gut aus. Ja. Bleib sitzen, ich gehe. Ja, ja. Ach, da ist schon einer drin. Oh, schick ihn zurück, Manni. Ne, Blüsch. Ja, was ist? Habt ihr jetzt schon einen Anhänger bei euch? Nee, bin ich aber gerade einen dahin fahren am Tor. Ah, okay. Aber in einem Traktor eben noch Blüsch drin, also hier ist eine Hektik. Ja, ja. Hier ist richtig, richtig Party auf dem Hof, du. So viele Leute. Jetzt fett's. Ja. Ich habe keine Kettensäge. Warum nicht? Weil der Stamm ist klar. Ah, nee, da ist schon gesägt. Okay. Gut, Entschuldigung. Ich habe keine Kettensäge, weil der Stamm ist schon gesägt. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Nein, das musst du nicht verstehen. Okay, gut. Ich habe nicht gesehen, dass der Stamm schon gesägt wurde. Deswegen habe ich gesagt, ich habe keine Kettensäge. Hä? Muss ich nicht verstehen. Nee, ich verstehe das immer noch nicht. Wieso hast du keine Kettensäge? Alle haben eine Kettensäge. Ich habe keine, ich habe meine verkauft. Okay. Ich kriege sonst kein Geld von euch. Okay. Hallo, du bist der Altbürgermeister. Wir kriegen kein Geld von dir. So schaut's aus. Ja, das ist richtig. Ja, siehst du? Aber ihr habt auch an mich was zu sagen. Ich bin ja hier der Altbürgermeister. Was?
Der Stollen. Es reicht doch eigentlich, dass du die ganzen Gewinne des Hofs schon einstreichst und versäufst. Ihr benutzt meine Fahrzeuge, ihr nutzt die ab, ihr müsst dafür bezahlen. okay. Sagt Detlef. Ja. Kannst du einen Kopfstand? In diesem Spiel nicht. Nein, in echt jetzt. Nur mit dem Kopf und ohne Hände oder mit Hände? Na, mit Hände, ne? Ja, also, wohl kann sagen, ohne Hände wäre es umgefallen, aber kann ich, ja. Okay. Sag einmal, Doc, wo fährst du eigentlich hin? Ah ja, zu Feld 66, gehört uns. Ja. Naja, jetzt, ich habe mich da ein bisschen vergoogelt. Ja. Du Manni, welches Feld hast du schon wieder gesät? Ja, musst du schauen. Danke. Es war ein großes und ein kleines. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt hilft. Könnte es gewesen sein. Ja, es sieht man aber ob das ein Dings ist. So. Ja, das schaut ja richtig profimäßig aus. Glaubt das hier? Ja, der Markus, der kann das viel besser als ich. Ja, ich merke schon. Ist jetzt der Häcksler. Aber er konzentriert sich auch voll. Er sagt schon die ganze Zeit. Darfst nichts sagen, ja. Mit der Maussteuerung, du musst fünfmal herumdrucken, dass du die richtige Achse erwischt. Ja, ganz genau. Und dann machst du aus Versehen die Zange auf und scheiße wieder. Nein, das mache ich eigentlich nicht mehr. Ich aber. Nein, Manikus, fahr mich zum nächsten. Baum untere Seite. Nein, das hätte das Häckselma, oder? Das dünne Scheiß da. Ach, wird alles verkauft. Was willst du jetzt machen? Was soll ich aufladen? Na, das da. Was? Das, was da links neben dir ist. Ja, was neben den Reifen gerade liegt. Und den anderen kriegst du ja, oder? Jo, kriegen schon. Ja, das schaffst schon. Ich hab da vollstes Vertrauen zu dir. Ja, ich muss mir das noch auf den Controller legen, weil das das ist normal. Ja. Siehst du das, meine jetzt? Hast du gesehen, wie du den Baumstamm mit Höhe gekommen hast? Das hat zuerst schon mal ausgeflindet schon wieder. Und wenn der jetzt ein bisschen schwerer ist, dann ist er weg. I know it. Das ist zum Katzen. Ich weiß. Ich kann auch nichts machen. Ja, mei. Jo, ist das halt. So, was ist denn jetzt sonst noch zu tun, außer hier mit Holz rumspielen? Ja, einer kann dann das Holz da dann zum Sägewerk fahren, das wird der Doc übernehmen, weil der hat den Plätzchen da immerhin auch angefangen. Okay, ich weiß auch gar nicht, wo das Sägewerk ist. Ja, ist wieder der Expeditionsdings wieder für die. Aber nicht in den See reinfahren mit den Anhängern, ich sag's dir. Das wäre blöd, weil dann ist das Holz weg. Money? Ja, bitte. Soll ich die Felder, die abgeerntet sind, auch besäen? Ja, genau, das war jetzt eine Frage. Da, wo der Topper eigentlich alles gekruppert hat, kannst du... Ja, was soll ich Raps, sehen? Bitte. Das Raps. Ist das, was so ausschaut wie die Blumen da so. Also die kleinen Blümchen. Ja, tut mir leid. Ja, aber das schaut richtig professionell aus. Naja. Kann ich besser. Feld 47, da unten ist der Bahnhof, wo man das Holz abladen kann und dann auch den... Brat doch nicht alles! Da sucht sich der Doc doch wieder. Ach, der Scheiße, ich bin ja der Doc. Naja, egal. Jetzt wisst ihr aber, wieso das Lied rausgekommen ist. Super. Der Baum lebt. Gratuliere, Markus. Wollen wir zum nächsten noch oder so? Ich muss einmal sagen, Applaus für Markus. Ja. Danke. Applaus. Mein lieber Freund, also so auflohnen. Also ja. da jetzt mal X drücken, den hier abhängen, weil das kann man, glaube ich, mit dem Kleinen wegfahren. Wollt ihr wegfahren jetzt schon? Ja. Aber dann tue ich nämlich fixieren. Ja, das ist nicht so leicht. Achso, wir haben ja da noch. Ja gut, das können wir häckseln. Ich brauche jetzt einen Antrieb. Sonst kann ich gar nichts machen mit meinem Kran. Ja. Das da mal häckseln. Du Manni, kann ich mein HUD wieder einschalten? Ah, du dusseliges Ding. Was willst du einschalten? Ich habe mein HUD aus Versehen ausgeschalten. Alter! Ne, mein Bild steht sogar. Ah, F1. Was, dein Bild steht auch? Mein Bild steht. Wie steht? Ich kann nichts mehr machen. Wie, ich kann nicht... Hä?
Was? Ah, warte. So, jetzt. Geht wieder. So, ich werde jetzt einfach das so machen, dass ich das so machen tue, dass ich mich da umstelle. Du, und ich würde sagen, Doc, du kannst. Jo, und der Markus. Der Markus kriegt da jetzt einen Spaß mit den Hexen. Oh mein Gott. So, ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist mittig oder. Nee. Wurscht, ich darf sowieso nur 5 Meter. Nein, ich darf sowieso nur ein Meterstück runterschneiden. Und ich hole den Anhänger. Anders macht der Detlef, okay. Und jetzt schauen wir sich das einmal an, was da. Das ist schon interessant. Da sind jetzt oben beim Holzmachen 5 Leute. Ja. Ja. Und? Oh, ist auch ja. Viel interessanter als immer auf den Dingern, auf den Äckern da rum. Ah ja, ey, das ist ja. Langweilig. Das stimmt, ja. Also. So, jetzt habe ich das letzte Stück abgeschnitten oder habe ich das nicht abgeschnitten? Meine. Wenn wir gleich sagen, ja, bitte. Fahr mal die komplette Maschine andersrum. Das wäre vielleicht eine gute Idee, ja. Na, der Markus kann das schon oben drüber, so in Ordnung. Außerdem, ich meine, hallo? Ist jetzt die. Achso, das ist Wolle verkauft, das ist Schaf, ist Eier verkauft. Ich lasse das mal. Machen wir, fangen wir mal mit dem an. So, bitteschön. Vielleicht doch mal kurz auf die Karte gucken. Jetzt schauen wir sie das an. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich hab das einmal gemacht, das geht. Ja, aber da ohne Patch noch nicht? Nein, nach dem Patch auch. Nach dem Patch auch? Okay, ne. Es hat sich, bisschen hat sich schon was geändert, Markus, das muss man echt sagen. Ja, aber. Aber nicht allzu viel halt, ne? Nein, falsch. BMW ist einschalten, glaube ich. Wo soll das verkauft werden? Das Dumme ist, du hast keine Krankamera und das nervt mich einfach. Ja, ist eine Katastrophe, die Kamera ist wirklich scheiße. Das ist aber irgendwie gar nicht ausgeschildert hier, wo man verkaufen soll, das Holz, ne? Hallo? Nee, also ich sehe hier nichts, ich sehe Biomasse. Gibt's überhaupt auf dem ein Sägewerk? Ja. Ja. Yeah. Aber ich meine, das war hier am See, aber da ist nur die Mühle. Du hast ja das Biomasse-Heizwerk, ne? Ja, genau. Ja. Und ich glaube, du musst zum Bahnhof das abladen. Wo ist denn der Bahnhof jetzt, ja? Wenn mich nicht alles täuscht. Aber wo ist der Bahnhof? Das ist die Frage der Fragen. Wo ist echt der Bahnhof? Feld 47, unten ist die Abladestelle für Holz. Der Bahnhof. Da unten. Da ist der Bahnhof? Da ist der Holzbahnhof. Das ist auch interessant, dass der nicht gekennzeichnet ist, siehst du? Ja, ist halt keiner. Ja, muss er ihm schreiben. Den Macher von der Karte. Das Gewerk ist auch nicht gekennzeichnet, das ist nämlich bei Feld 61. Bei Feld 61 ist das Sägewerk? Ja, aber da kannst du es nur in den See schmeißen. Beim Feld 47 ist der Bahnhof und da kannst du es dann Plüsch? Ja. Ich verstehe, was willst du hier? Sehen. Wie wär's, wenn du denn mal erstmal Feld 34 fertig machst? Wenn die Scheißmaschinen nicht so gut sind. Ja. Ja, aber es schaut eigentlich nicht einmal so schlecht aus, also. So weit, so gut habe ich das auch kennen. Nur länger, viel länger dürfen es nicht sein, die Baumstämme, weil dann hast du echt Probleme. Es geht 2-3 Meter auch noch. Du musst es dann langsamer reinführen und das kann ich nachher. Ich muss mir das auf den Controller legen, dann geht es auch einfacher. Also okay. Ich glaube, normalerweise kann ich aufmachen. Das sollte gehen. Ah, da ist Verkauf auch. Juhu. Es funktioniert. Ups. So, okay. Verschwindet das Zeug einfach. Ich wollte doch hier nur durchfahren. Ja, doch. Und dann müsstest du irgendwo so einen komischen Hebel haben. Da gehst du dran und lässt den Zug wegfahren. Ich lasse jetzt mal einen fahren. Aber hier geht's hier ein bisschen aus dem Weg, dass ich euch nicht in den Kopf da. Naja, natürlich. Zug fährt ab. Ach so, nein. Das war falsch. Was denn? Ich war's nicht. Fallen hab ich's lassen. Ach so. Okay, da fährt er dahin. Wo ist er gleich weg? Wo ist er gleich ganz weg? Wo ist er nun? Blüsch? Ja. Hast du schon? Nein. Dann solltest du. Nein, ja. Ja, weil der Part ist eigentlich bald zu Ende. Okay, also. Und der heutige Kennbuchstaben ist K wie Kilo. K wie Kilo. Ja, Freunde, und
Ja, ich war dran, Doc, ne? Ja, glaube ich schon. Ich glaube, ne? Ich hatte du, glaube, du, entschuldige, oder? Ja, dann sie dürfen, oder wenn sie wollen, ja, oder wenn sie komm, nicht also wollen. 3 Sekunden haben wir noch. Wie viel? So, jetzt ist 15 Minuten. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeibleiben und vergesst nicht, dieses Lösungswort euch immer schön aufzuschreiben, die Buchstaben davon. Und dann könnt ihr was gewinnen. Eine Teilnahme hierbei mit zum Mitspielen. Bis dann und tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.